Hallo, es kommt hier bei Düsseldorf zum Modell. Ich weiß, ich war lange nicht mehr aktiv, aber heute kommt wieder ein Video von mir. Ich habe heute während der Arbeit dieses Teil geliehen bekommen und ein bisschen zu sagen auch, dass ich gucken soll, ob ich den lösen kann. Ich habe ein bisschen YouTube geguckt und ich kann den jetzt und ich wollte es den auch nochmal auf YouTube zeigen. Deswegen hört man mich jetzt sogar. Auf jeden Fall, das ist ein 3D-Puzzle. Wo man drei Ringe beiden Seiten haben muss. Hier ist aber ein bisschen anders. Man wird nicht beide Seiten gleichzeitig gelöst haben können. Aber das werde ich auch irgendwann so zeigen. Also was wichtig ist, ist eigentlich dieser Rubikstein hier, wo ein Rubik oder Gramm ist. Da gibt es davon zwei, aber wir brauchen den außen. Sagen den hier. Zuerst klappen wir die beiden außenen Seiten zu. So. Drehen wir es um. Tun den untersten und den obersten wieder ausklappen. Und das eigentlich wieder umdrehen. Wir brauchen halt diesen Rubik hier. Wir knicken das in der Mitte. Dieser Rubik hier, also ihr müsst das hier machen, wird hier einmal hier rüber gebracht. Also so, hier ist dieses ja Rubik's Unterschrift. Wenn man dann hier dann rüber tut, ist er dann hier. Das ist wichtig. Klappen wir das wieder hoch. Nun brauchen wir eigentlich nur noch diesen einen Stein hier. Sind wir folgende Move. Also für euch, es gibt zwar nicht noch eine schnellere Version, aber ich habe das selber nicht für mich verstanden. Deswegen mache ich eigentlich auf die lang, die etwas länger dauert, aber man es besser versteht. Jedenfalls nimmt man diesen hier mit die wenigste Farbe, den Stein hat. Mehr halt Gold, Schwarz. Zwar gibt es hier noch einen, aber wir brauchen den oberen. Den klappt ihr einmal hier rüber. Diesen einzelnen hier, nicht bei alle, nur den einen hier runter. Die beiden hier rüber. Die unteren beiden hier hoch, dann auch wieder nur den einen Stein hier rüber und dann hier hoch und schon ist diese Seite gelöst und mit ihren Herzform. Wie es auch beim Zurückgehen natürlich, wenn ihr wieder diese drei Ringe hier haben wollt, geht natürlich auch wieder hier runter, den hier hoch, über den hier runter, das hier rüber. Den einen wieder nach oben, hier rüber, dann wieder hier in der Mitte knicken, wieder ein bisschen öffnen hier rüber, hier zurück, das zurück. Am besten dreht ihr es, immer runter und eigentlich hätte er dann gelöst sein müssen. Yes. So. Dann klappt er wieder auseinander und nun sind wieder diese drei Ringe nebeneinander. Das ist dieses Jahr von diesem Würfel und das war es noch mit meinem Video zum diesen Würfel hier. Eigentlich nicht Würfel. Rubik's Puzzle werde ich das, glaube ich, nennen. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Jedenfalls, das war es mit diesem Video. Ciao und bis dann.